Hallo Leute, in diesem Video geht es um einen obdachlosen Jungen, der auf ein Auto zuging, um zu betteln. Doch als er hereinsah, liefen ihm die Tränen. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Obdachlosigkeit ist ein Problem, das es auf der ganzen Welt gibt. Egal, wo man hinsieht, gibt es obdachlose Menschen. Wahrscheinlich sogar in deiner Nähe, ob du es weißt oder nicht. Obdachlos zu sein ist sicher schlimm. Am traurigsten ist es jedoch, wenn Kinder davon betroffen sind. Sie haben kein Dach über dem Kopf, bekommen womöglich nicht genug zu essen. Das Schlimmste jedoch ist, dass sie häufig völlig allein sind. Eines Tages lief ein obdachloser Junge zu einer Frau in ihrem Auto. Doch nach nur einem Blick in das Innere liefen ihm die Tränen über das Gesicht. Der kleine Junge namens John war schon sehr lange obdachlos. Die einzige Möglichkeit, wie er an Essen kam, war es, herumzugehen und nach Geld zu fragen. Häufig ging er daher zu einem lokalen Parkhaus, um die Leute an ihren Autos um Geld zu bitten. Er tat dies, weil er sehr verzweifelt war. Schließlich brauchte er Essen, war jedoch zu jung, um arbeiten zu gehen. Die meisten Menschen schickten ihn direkt wieder weg und so hatte er am Ende eines gewöhnlichen Tages nicht mehr Geld zur Verfügung, als er für eine kleine Mahlzeit benötigte. Als John eines Tages zum Auto einer Frau lief, machte er sich schon darauf gefasst, abgewiesen zu werden. Doch es kam völlig anders. Tränen liefen dem Jungen plötzlich über die Wangen, als er in das Auto hineinsah. Darin saß eine Frau mit einer Sauerstoffmaske im Gesicht und anderen Geräten um sich verteilt, die sie am Leben hielten. Diese kranke Frau zu sehen, brach dem Jungen das Herz. Er verstand, dass er es zwar schwer hatte, da er auf der Straße lebte, doch dieser Frau schien es noch schlimmer zu gehen als ihm. Als er so am Fenster stand, nahm John ihre Hand und betete mit der Frau um ihr Schicksal. Um wieder gesund zu werden, benötigte sie eine teure Operation, die sie sich jedoch nicht leisten konnte. Der Junge verstand, dass die Frau das Geld noch eher benötigte als er. Also gab John ihr alles, was er an diesem Tag gesammelt hatte. Die Frau erzählte dem kleinen Jungen, ihr Name sei Gladys, und dankte ihm für seine Großzügigkeit. Einer ihrer Begleiter nahm die ganze Szene auf Kamera auf und begründete es damit, dass man nicht jeden Tag ein so verständnisvolles Kind zu Gesicht bekam. Er sagte, der Junge gebe ihm Hoffnung für die Zukunft. Später schickte der Mann das Video zu einer Fundraising-Organisation. Auf der ganzen Welt sahen tausende Menschen die gute Tat, welche der obdachlose Junge dieser kranken Frau bereitete. Nachdem er Gladys getroffen hatte, wollte John an ihrer Seite bleiben. Der Junge wollte sich um sie kümmern, doch Gladys wusste, dass er genauso viel Hilfe benötigte wie sie. Sie riet ihm, in ein Kinderheim zu gehen und versprach John, ihn abzuholen, sobald sie wieder gesund sei. John war einverstanden, auch wenn es lange dauern konnte, bis sich die beiden wieder treffen würden. Doch glücklicherweise lag der Junge falsch. Denn nachdem das Video viral gegangen war, sammelten Menschen auf der ganzen Welt für Gladys, damit sie die Operation bekam, welche sie so dringend benötigte. Es kamen schnell 3 Millionen Schilling zusammen, umgerechnet etwa 25.000 Euro. Die Operation konnte durchgeführt werden und als sie erfolgreich beendet war und sich Gladys erholt hatte, zog sie los, um ihr Versprechen zu halten. Sie kam schließlich am Kinderheim an, in welchem sie John vermutete. Doch der Junge war nicht mehr dort. Gladys fand heraus, dass eine großherzige Frau den ehemalig Obdachlosen adoptiert hatte. Die Frau hatte ein schönes Zuhause und konnte den Jungen dabei unterstützen, zur Schule zu gehen. Leider war es Gladys nicht möglich, den Jungen nochmal wiederzusehen, doch sie freute sich für ihn über sein neues Zuhause. Sie sagte, dass sie John nur das Beste der Welt wünschte und war ihm sehr dankbar für das, was er für sie getan hatte. Denn wäre John an diesem Tag nicht an ihr Auto gekommen, wäre ihre Geschichte niemals viral gegangen und sie hätte niemals das Geld für eine Operation zusammenbekommen.
Auch wenn sie den kleinen Jungen niemals wiedersehen würde, so dachte sie doch jeden Tag an ihn und betete für John. Seine Großzügigkeit würde sie niemals vergessen. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.